Ein herzliches Grüß Gott bei uns im Feuerwehrmuseum Kaufbeuren Ostallgäu. Mein Name ist Toni Heidel. Wir befinden uns hier auf geschichtsträchtigem Boden. Drei Kaufbeurer, Wagenseil, Schrader und Heinzelmann, haben hier 1839 eine mechanische Baumwollspinnerei und Weberei gegründet. Und das ist jetzt die Heimat für unser Feuerwehrmuseum. Feuer und Flamme für deine Freunde. Bist du Feuer und Flamme für deine Freunde? Willst du mit deinen Gästen einen Tag erleben, an den sie sich mit Begeisterung erinnern werden? Willst du nicht nur tagen, tafeln, toasten und trinken? Dann komm zu uns und erlebe einen Tag im Feuerwehrmuseum. Ein Ausflug mit dem Verein, der Firma oder der Familie. Das Feuerwehrmuseum ist ein großartiger Ort für eine unvergessliche Veranstaltung. Du erlebst lebendige Geschichte zum Feuerwehrmuseum und erholst dich bei Essen und Getränken im Weberstüble oder nur eine kurze Stippvisite oder Programm für einen ganzen Tag. Ein Besuch bei uns im Feuerwehrmuseum lohnt sich immer. Wir sind jetzt hier im ersten Obergeschoss unseres Feuerwehrmuseums. Eine große Fläche, die also die ganzen Geräte für die Brandbekämpfung, aber auch bis zum 20. und 21. Jahrhundert die technische Hilfeleistung abdeckt. Wir haben hier eine Ausstellungsfläche von gut 1000 Quadratmetern. Im Untergeschoss, also in etwa 400-500 Quadratmeter, haben wir unsere Großfahrzeuge untergebracht. Und hier im ersten Obergeschoss auf 600 Quadratmeter haben wir Feuerwehrgeschichte aus dem 14. bis zum 20. Jahrhundert, einschließlich der technischen Hilfeleistung.